So bekannt wie Andriy Melnyk war vermutlich noch kein Botschafter in Deutschland. Denn der ukrainische Diplomat konnte sehr undiplomatisch sein. Er hat seinen Posten in Berlin inzwischen turnusgemäß verlassen. Sein Nachfolger Oleksiy Makiyev ist seit 2 Wochen offiziell im Amt als Botschafter der Ukraine. Doch auch er ist in seinen Aussagen deutlich. Das Land benötigt seiner Ansicht nach schnell mehr Waffen aus Deutschland. Er ist der Neue und er hat sich schon mal vorgestellt auf dem Weg nach Berlin. Ich bin Oleksiy Makiyev, designierter Botschafter der Ukraine in Deutschland. Und ich bin schon da. Und zwar mit deutlichen Worten. Danke Deutschland, danke Bundesregierung für all die Hilfe und Waffen, die in die Ukraine geschickt worden war. Ich muss ehrlich sein, wir brauchen mehr. Wir brauchen viel mehr. Forderungen an die deutsche Politik, noch bevor er vom Bundespräsidenten die offizielle Ernennungsurkunde erhalten hat. Keine Frage, wie sein Vorgänger wird auch Makiyev mehr Waffen für sein Land fordern. Das ist meine Aufgabe, die Medien, die Leute anzusprechen und zu erklären, warum es so wichtig ist, meinem Land zu helfen. Als er in den diplomatischen Dienst eintritt, ist Makiyev 21. Erfahren ist er, der heute 47-Jährige, aber auch verbindlich im Ton, ein traditioneller Diplomat oder wie sein Vorgänger Andriy Melnyk mit Ecken und Kanten, so scharf, dass manch einer seine Eignung als Botschafter hinterfragte. Er warf Bundespräsident Steinmeier vor, ein Spinnennetz der Russlandkontakte zu knüpfen. Auf Twitter nennt er Politiker wie den Kanzler Feiglinge. Und Scholz spiele die beleidigte Leberwurst, weil er nach Ausladung des Bundespräsidenten nicht nach Kiew gereist sei. Melnyk lädt den Metzgermeister aus der Pfalz, der ihm daraufhin spontan Leberwurst geschickt hatte, mit Frau nach Berlin ein. Dem Ehepaar erklärt er seine harschen Worte. Also jede 2 Minuten stirbt ein Ukrainer oder eine Ukrainerin bei uns. Jede 2 Minuten. Wir haben schon hier 15 Minuten gesprochen. Also das ist das, was mich bewegt, ja. Und noch eine Erklärung, die fast wie ein Rat an seinen Nachfolger klingt. Ich habe nur deswegen so agiert, weil ich das erkannt habe. Man muss auch manchmal lauter werden, um gehört zu werden. Auch Makiyev nutzt das Internet und gibt sich oft locker. So bittet er zum Beispiel um Musiktipps für die lange Autofahrt von Kiew nach Berlin. Gerne was Rockiges für seine Titelliste mit deutschen Musikern. Makiyev beherrscht die leichten wie die ernsten Töne. Die sozialen Medien für ihn Strategie. Und Melnyk? Der ist zurück in der Ukraine, aber, so sagt er es in einem Interview, weiter sei es seine verdammte Pflicht, den Finger in die Wunde zu legen. Ein Ex-Botschafter, dessen Töne und Tweets dem Neuen in der Botschaft wohl immer wieder begegnen werden. Mit dem neuen Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksiy Makiyev, sprach meine Kollegin Karin Mioska gestern Abend in den Tagesthemen. Andriy Melnyk hat so viel Humor, glaube ich, er wird mir folgende Frage verzeihen. Wenn Herr Melnyk ein Elefant im deutschen Porzellanladen war, was sind Sie? Ich bin Herr Makiyev und ich wäre gerne ein Leopard. Oh, das heißt nicht ganz so groß und laut, aber dafür kratziger und gefährlicher. die Hauptsache effektiv im Kampf. Sie machen gerne Tierwitze. Ich habe auch gelesen, dass Sie schon den Witz gemacht haben, von den deutschen Tieren mag ich vor allem Leopard und Marder. Das haben Sie gesagt in einem Zeitungsinterview. Freuen sich die Melnyk-Gegner schon zu früh? Wir mit Andriy sind gute Freunde. Und ich habe auch ihm zu verdanken und die ganze Ukraine hat ihm zu verdanken, dass Deutschland heute so stark mein Land unterstützt in diesem Krieg gegen Russland. Und so viel Solidarität hat auch natürlich Andriy gewonnen hier in Deutschland. Deswegen für mich als für einen Botschafter, der Staat ist der beste Staat, die ich mir vorstellen konnte. Sie haben eine andere Art, selbstverständlich, aber Andriy Melnyk hat Ihnen auch öffentlich sogar empfohlen, unbequem zu sein und kantig und die, so Zitat, träge deutsche Politelite herauszufordern. Folgen Sie seinem Rat? Ich muss überzeugend sein,
aber ich werde auch aufgeschlossen sein. Ich werde motivierend sein und natürlich in meinen Gesprächen mit deutschen Politikern werde ich sehr direkt sein. Andere Sache, dass mit Medien werde ich immer wieder gerne sprechen. Aber die ganzen Diskussionen, die wir hinter geschlossenen Türen haben werden, werden natürlich nicht so viel dann öffentlich diskutiert. Mhm. Warum? Weil eine der wichtigsten Eigenschaften eines Diplomaten ist Vertrauen. Und ich will, dass dieses Vertrauen zwischen mir und den deutschen Politikern, Diplomaten hier, der Bundesregierung, dem Bundestag entsteht und dann erhalten bleibt. Sie wissen aber auch, wie man eine Außenwirkung erzielt, denn Sie waren schon Kommunikationsprofi, muss man sagen, als Andriy Melnyk noch gar nicht wusste, wie man twittert. Deshalb wollen wir uns kurz einen Ausschnitt ansehen aus dem von Ihrer Regierung gekaperten Werbevideo, das gerade viral geht. Super süß, super sexy, super easy, super geil, super Leute, super lieb, super love, super geil. Herr Makeyev, ist das die neue ukrainische Art der Waffenbestellung? Wissen Sie, 2015 haben wir unsere Kollegen und Partner gebeten, uns in der strategischen Kommunikation behilflich zu sein. Da haben wir diese Hilfe bekommen von Vereinigten Königreich. Heute ist ukrainische Kommunikation, ich glaube, so hochgestellt und so effizient, dass wir auch der deutschen Regierung unsere Hilfe vorschlagen können. Auch auf diese Art und Weise? Das ist so gewollt? Wenn es gewollt wird, stehen wir da zur Verfügung. Aber ich glaube, an der Kommunikation heute liegt es sehr viel in der Diplomatie und im Regieren. Deswegen will ich, wie gesagt, aufgeschlossen sein und auch offen für Medien und auch für soziale Medien. Damit will ich jeden Deutschen erreichen. Herr Makeyev, viele Deutsche haben ja auch viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Es gibt eine große Hilfsbereitschaft. Aber einige Städte und Kommunen, beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern oder in Schleswig-Holstein, heben schon die Hände und sagen, wir können nicht mehr. Da gibt es zum Teil schon einen Aufnahmestopp. Haben Sie Sorge, dass die doch so gastfreundliche Stimmung kippen könnte? Die Ukrainer wurden mit offenen Armen empfangen hier in Deutschland im März und im April. Und heutzutage sehe ich und spüre ich jeden Tag, dass Deutschland hilfsbereit ist. Über 70% von Deutschen unterstützen die Ukraine. Und wissen Sie, für mich war es eine Offenbarung, als ich den Deutschen für die Lieferung von Flugabwehrsystemen dankte, der Deutschen und der deutschen Regierung. Viele haben mir geantwortet, na, dafür zahle ich meine Steuer gerne.